Ich bin Dominik Zürcher, ich bin jetzt 28 und segel seit etwa 18 Jahren und wohne zurzeit in Siegburg. Letztes Jahr bin ich 6000 Seemeilen gesegelt in 5 Monaten in Frankreich, um mich für das Mini Transat oder wie es offiziell heißt Transat 650 zu qualifizieren. Das ist im Prinzip jetzt, hat sich das vom Poor Man's Race entwickelt zum, ja, ein bisschen zum Karrieresprungbrett, womit man anfängt im Offshore Einhandsegeln und wo man sich dann mal beweisen kann, dass man das drauf hat und dass man das auch wirklich will. Zum Beispiel Ellen MacArthur, die werden wahrscheinlich viele kennen, die hat ihre Karriere mit dem Mini Transat begonnen. Das war ihr erstes echtes Profirennen und ab da ging es eigentlich nur noch aufwärts mit der Karriere. 84 Startplätze gibt es und 140 Leute wollen starten und das Rennen wird immer internationaler. Die Bootsklasse kurz, 6,5 Meter lang, 3 Meter breit, daher auch Minis genannt, weil sie halt ein bisschen kurz sind und relativ breit gelatscht, 3 Meter. Das kommt daher, dass die sehr breite Hecks haben, die Boote, um Raumschutz dann ins Gleiten zu kommen und Geschwindigkeiten bis zu 20 Knoten zu erreichen. Die Elektronik ist relativ reglementiert auf den Booten. Man hat einen super Autopiloten dabei, aber vor allem an Kommunikationsmitteln ist nichts erlaubt im Prinzip. Das UKW-Funkgerät ist das Einzige, was man haben darf. Und das ist auch so gewollt, damit der Segler wirklich vollkommen auf sich alleine gestellt ist und die ganze Zeit, die 30 Tage, die man da so brauchen wird, auch wirklich alles alleine machen muss und kein Wetterrouting und keine Hilfe von außen bekommt. So sieht das dann aus in La Rochelle am Start. Ganz viele Boote, 84 Boote in einem Hafenbecken. Riesenzuschauermengen kommen hin. Es gibt ein Race Village, wo man sich über das Transat informieren kann, ja, wo man ein bisschen das Feeling miterleben kann. Ist immer sehr interessant vor den Rennen. Wenn dann so ein 6,5 Meter Boot vollgepackt ist für 25 Tage nonstop, dann ist das immer relativ voll. Man sieht, an Backbord ist ein bisschen das Essen gestaut. Man nimmt vor allem so gefriergetrocknete Nahrung mit. Das ist so eine Astronautennahrung in Alubeuteln. Die hängt da am Mast, sieht man da so ein bisschen, neben dem Ölzeug. Das wird dann einfach mit heißem Wasser aufgegossen und gibt dann eine, ja, einigermaßen wohlschmeckende Mahlzeit. Wenn das Transat dann gestartet ist, dann fährt man erstmal in der Biscaya los, La Rochelle in Frankreich. Da kann einem jedes Wetter passieren. Das ist jetzt eine Aufnahme bei 6-7 Beaufort am Wind. Das ist halt das Wetter, was diese Boote im Prinzip nicht mögen. Denn am Wind segeln ist schlecht mit so einem breiten, kurzen Boot. Länge läuft, gilt ja. Und bei 6,5 Metern läuft halt da nicht viel. Aber man muss sich dann trotzdem durchkämpfen. Also am Anfang weiß man wirklich nicht, wie das Wetter sein wird. Es gibt eben auch schwere Stürme in der Biscaya im September. Und da muss man ein bisschen gucken, dass man da heil durchkommt. Und das ist jetzt das krasse Gegenteil. Das ist jetzt das, was jeder Minisegler hofft, möglichst viel zu erleben. Spinnaker drauf, Großsegel dazu und dann im Surf ab möglichst viele Meilen schaffen. Das größte Admiral zurzeit liegt bei 250 Seemeilen. Also guter 10-Knoten-Schnitt. Ist mit einem 6,5 Meter Boot schon ganz ordentlich. Ich denke mal, der Mensch hat auch die 24 Stunden kaum geschlafen. Denn das ist bei diesen Bedingungen eh sehr schwierig. Also Normalgeschwindigkeiten liegen da bei 8 Knoten im Durchschnitt, vielleicht bis hoch bis 10 Knoten. Und Admale mit 200 Seemeilen sind eigentlich so das, was man, sag ich mal, auf so einem Gleitkurs dann anstreben sollte. Und man muss aber trotzdem natürlich essen, schlafen. Und der Autopilot, der hat das Boot relativ gut im Griff, aber wenn man selber steuert, ist man schneller. Deswegen muss man halt gucken, dass man möglichst viel wirklich selbst tut an Bord und probiert, das Boot einfach schnell zu machen. Man ist eigentlich bis auf 4 bis 6 Stunden, die man schläft, ist man eigentlich immer wach, immer an Deck. Und auch die Schlafzeit ist in 20 Minuten Häppchen aufgeteilt, also maximal 20 Minuten am Stück, um dann wieder an Deck zu gehen, Segel zu trimmen, zu gucken, ob jemand auf Kollisionskurs ist. Und da muss man so ein bisschen seinen Rhythmus finden, den man dann auch über lange Zeit durchhalten kann. Und zwischendurch gibt es dann natürlich auch, wenn man dann mal viel Speed hatte und der Wind ein bisschen abflaut, schöne romantische Momente, wo man zwar auch probiert, möglichst schnell zu sein, aber wo man das mal ein bisschen mehr genießen kann. Aber auch hier hat man im Prinzip, muss man immer probieren, sein Boot möglichst am Laufen zu halten und möglichst schnell zu sein. Und deswegen auch wenn das Wetter gut ist, auch wenn es eigentlich ganz nett aussieht, immer kurze Schlafintervalle, viel trimmen und viel dafür machen, dass das Boot schnell wird. Und so geht es dann hoffentlich mit Spinnaker bis zu den Doldrums, die große Flautenzone nördlich vom Äquator. Und auch da muss man dann ganz alleine durch, denn in den Doldrums hat man oft Flaute. Ab und zu kommen dann Gewitterböen dazu. Also man hat im Prinzip nie den wirklichen guten Segelwind.
Und man muss sich da dann ja, alleine durchkämpfen und das Beste rausholen. Auch in der Flaute kann man viele Meilen gewinnen auf andere und muss deswegen auch dort Gas geben, in dem Rahmen, der halt geht. Und sowas ist vor allem mental für einen Einhandsegler anstrengend, weil man ist da schon 10 Tage unterwegs, man ist total müde und man weiß aber, ich muss weiter, ich muss schneller. Und man muss, egal wo man ist, man weiß nicht, wo man im Feld ist bei dieser Klasse, weil man hat eben nur das UKW-Funkgerät, man kriegt keine Informationen, wo die anderen sind. Und man muss dann darüber trotzdem Motivation haben, jeden Tag wieder aufzustehen und nach allen 20 Minuten nicht zu sagen, ach, nochmal, länger schlafen, sondern raus, Segel trimmen, gucken, dass der Kurs passt und probieren, schnell zu sein. Und das ist, gerade bei Flaute ist das auch anstrengend, weil man da so nicht so ein direktes Erfolgserlebnis hat. Normalerweise merkt man, boah, super, ich habe einen tollen Schnitt gehabt, letzte Stunde bin ich 10 Meilen gekommen. Und bei Flaute sieht man das eben nicht und muss aber trotzdem die Moral aufrechterhalten und weitermachen, auch wenn man eigentlich nicht mehr möchte.